Nach 11 Jahren Stillstand läuft hier wieder der Zapfhahn. Viele Dorfkneipen in Hessen schließen. Steffi Simmen hat in Großen Englis gerade erst eine eröffnet. Man motzt immer und sagt, das und das gibt es alles gar nicht mehr. So, und wenn man aber doch die Möglichkeit hat, was weiterzumachen, dann ist das doch was Schönes. Die Kneipe gibt es bereits seit 1750, schon viele Jahre im Besitz von Steffi Simmens Familie. Als ihr Vater 2010 in Rente ging, schlossen sich die Kneipentüren zunächst. Seit April gibt es hier nun jeden Freitag und bald auch wieder jeden Samstagabend kühle Getränke für die rund 940 Einwohner. Es ist schön, dass wir wieder einen Anlaufpunkt haben, wo wir hingehen können, können uns treffen mit unseren Kumpels, Freunden. Es ist so ein Stück Tradition hier. Die Kneipe gab es halt früher schon, die gibt es, solange ich denken kann. Und das ist so ein Stück Jugend, die man hier in der Kneipe hat. Und dann sieht man wieder die Gesichter. Das ist schon schön, dass man sich mal schnuddelt, auf Deutsch gesagt. Wir haben vom Dorf mit ein paar Jungs zusammen eine Stammtischgruppe gemacht, mit der wir auch öfters dann hierher kommen wollen oder halt regelmäßig. Hauptberuflich arbeitet Steffi Simmen im Marketing. Deshalb muss die Kneipe nicht viel abwerfen. Der Thekenjob macht ihr Spaß. Auch wenn das Originalambiente geblieben ist, bis die ersten Gäste gemeinsam anstoßen konnten, gab es einiges zu tun. Es wurden dann Warmwasserleitungen verlegt in die Toiletten. Der Tresen musste komplett aus dem Boden gehoben werden. Dann Kühlanlage war es kaputt. Ach, und so weiter und so fort. So war das dann halt wirklich eins nach dem anderen. Ne? Zwischendrin dachte ich echt, ey, echt jetzt, ne? Geholfen haben Steffi Simmen dabei Freunde und Bekannte aus dem Dorf. Vor allem diejenigen, die auch schon damals gerne Gäste waren. Die Kneipe war ein beliebter Treffpunkt. Unter anderem auch dadurch, dass es so manche Besonderheit zu sehen gab. Wir hatten tatsächlich ersten Fernseher im Dorf. Das war dann so voller Hotshit. Und ne, klar, ne? Und die Leute sind dann halt auch zusammengekommen, um eben zusammen Fernsehen zu gucken. Auch die Getränkekarte hat sie mit historischen Bildern bestückt. Zum Beispiel Werbung von damals. Ihr ist es wichtig, an die Geschichte der Kneipe zu erinnern. Hier war halt einfach immer was los. Ne? Also es wurde auch alles immer möglich gemacht. Wenn jemand angefragt hat, hey, geht dies, das oder jenes, es ging immer irgendwie. Ne? Und wenn die Hütte voll war, hat Papa halt die Leute ins Wohnzimmer gesetzt. Ne? Oder in die Küche oder weiß der Geier wo. Egal, Hauptsache, wo Platz war. Ne? Auch der Bürgermeister freut sich, dass es wieder einen Dorftreffpunkt gibt. Dass im Gegensatz zu anderen Gaststätten, die eher zumachen, auf einmal wieder jemand den Mut hat, eine Gaststätte in einem kleinen Ort zu eröffnen. Und ich glaube, das kann gelingen. Sorgen, dass sie den Zapfhahn bald wieder schließen muss, hat sie nicht. Also die Kneipe gibt es jetzt seit fast 300 Jahren. Meine Vorfahren haben die durch den Ersten und Zweiten Weltkrieg halt irgendwie geführt. Und ich glaube, die durch die Zeit zu führen, werde ich auch schaffen. Geplant ist noch einiges, unter anderem die Pensionszimmer wieder zu eröffnen. Auch Konzerte und Lesungen sollen auf dem Gelände demnächst stattfinden.